Ich glaube fest daran, dass Workations das sind, was Obstkörbe vor 10 Jahren waren, und zwar ein Arbeitgeber-Feature, das man nicht missen darf. Durch die Digitalisierung gibt es so viele Jobs mittlerweile, die man ortsunabhängig machen kann, dass die Frage von wo mache ich meinen Job eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Und da kommt jetzt sozusagen dieses Prinzip der Workation dazu, und der Gedanke ist, finde ich, ein hervorragender, weil der bedeutet, warum soll ich im Winter in Berlin bei Wetter im Homeoffice oder im Office hocken, wenn ich den gleichen Job unter anderen Rahmenbedingungen im Ausland irgendwo machen könnte, wo die Sonne scheint. Und ich glaube, das ist die Grundidee von, ich bin im Ausland, ich arbeite von woanders, ich mache immer noch den Job, ich bin immer noch sozusagen in den Routinen meiner Arbeitswelt sozusagen integriert, aber ein Job hat nicht mehr zwangsläufig was mit einem Ort zu tun. Und jetzt kann man das ja im Endeffekt mal verbinden, und dass man sagt, hey, wir können ja auch zu viert ins Ausland fahren, von da aus arbeiten. Wir können etwas machen, was man sonst immer als Zusatz hatte, von wegen, wir machen jetzt mal ein Teamwork-Entwicklungswochenende und wir gehen irgendwo wandern, und dann war es im Endeffekt etwas Separiertes. Ja, man könnte jetzt aber auch mit dem gesamten Team für eine Woche nach Mallorca fliegen und von da aus einfach eine Woche arbeiten, vielleicht ein bisschen früher Feierabend machen und dann noch an den Strand und was kochen und irgendwie eine witzige Zeit zusammen verbringen, um sich auch ganz anders kennenzulernen. Ja, das ist ein neues Konzept, und ja, es ist schwierig und kaufmännisch und steuerlich sind da ganz viele alte, verfrustete Standards, die das unheimlich anstrengend und schwer machen, aber es geht. Und ich glaube, der Gedanke zu verstehen, dass wiederum auch etwas ist, was in Bezug auf New Work einfach einen riesen Hebel hat, weil Selbstbestimmtheit, weil ein gutes Leben haben und auch die Freiheiten, die wir haben, nutzen zu dürfen und auch das zu tun und halt einen Arbeitgeber zu haben, der das sogar unterstützt. Ich kann mir als Arbeitnehmer nichts Besseres vorstellen, als dass ich Freiheit bekomme und diese Freiheit dementsprechend aber auch wertschätze. Ich glaube, dass das eher zu einem höheren Level an Engagement, zu einem höheren Level an Beziehung zum Unternehmen führt und dadurch zu einer höheren Retention. Und damit haben wir im Endeffekt eine noch besser funktionierende Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Also für alle, die die Chance haben, ihr Team oder ihre Mitarbeitenden remote und situativ eben auch zusammen im Ausland oder von einfach mal woanders arbeiten lassen, try it out. Ich habe damit sensationell gute Erfahrungen gemacht, und wir haben mittlerweile einen festen Ort in Spanien, wo, ich glaube, dieses Jahr haben wir 6 oder 7 Workations. Das Team mag es, das Team hat Spaß dran, ich bin häufig Teil davon, nicht immer. Und was noch ein richtig schöner Side-Effekt ist, ist, wenn Teammitglieder, die nicht per se miteinander zusammenarbeiten, zusammen in Workation fahren, weil ich plötzlich auch wiederum weitere Beziehungen knüpfe und Leute im Unternehmen kennenlerne, mit denen ich sonst nicht jeden Tag zusammenarbeite. Und dadurch entstehen wiederum bessere Beziehungen, vertrauensvoller Austausch, und auch das wiederum führt zu einer besseren Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, besserem Teamgefüge, und davon haben alle was. Was man vielleicht noch ergänzen sollte bei Workations, dass sie natürlich auch dabei helfen, Routinen aufzubrechen. Also Routinen sind erstmal was Wertvolles, und wir Menschen brauchen Routinen. Auf der anderen Seite können mir auch Routinen irgendwann überdrüssig werden, und ich habe dieses Gefühl, dass mir zu Hause die Decke auf den Kopf fällt und irgendwie jogge ich gerne, aber ich kann meinen Weg irgendwie, ich habe keinen Spaß mehr an meiner Umgebung etc., weil ich irgendwie das Gefühl habe, es ist irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Und dann mal eine Woche von woanders zu arbeiten, ohne dass ich per se sofort Urlaub für nehmen muss. Erholung kann ja auch bedeuten, dass ich mal meine Laufpfade verlasse und die Rahmenbedingungen ändere und von woanders arbeite und damit einfach nochmal auch wieder Energie tanke, ohne dass ich per se dafür Urlaub nehmen muss.